Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen auf Tier 7. Wie ihr seht, es ist wieder London und es ist der Zerstörer Work in Progress mit dem Namen Jervis. Tier 7 ist natürlich ein bisschen knackiger und vielleicht kennt ihr das Design. Das ist übrigens auch keine Premium-Tarnung, das ist nur die allererste Tarnung für -3% Erkennbarkeit. Aber die Farben, die sich durch die britische Linie ziehen, sind auch hier erkennbar. Was soll man dazu sagen? Tier 7 ist immer so ein schwieriges Tier für Zerstörer, meistens hängt oder hapert da an der Aufdeckungsreichweite. Und deshalb möchte ich euch gerne die Jervis vorstellen, dieses Mal ohne Kapitän, das ist natürlich besser unter Vergleichbarkeit. Überlebensfähigkeit mit 14.300, kurz einen Blick in die Module, zwei Ausbaustufen, einmal der Rumpf und einmal die Feuerleitanlage. Wie schon bei vielen Zerstörern, manchmal wird auch der Torpedo ausgebaut. Das ist natürlich von Schiff zu Schiff unterschiedlich. Hier ist es aber nicht der Fall und wir kommen zur Hauptartillerie, die 3x220mm, 5 Sekunden Ladezeit, 12,1 km Reichweite. Die Torpedos mit 2x5 auf 7 km natürlich wieder einzeln abfeuerbar und der große Spread ist weiterhin grausam bei den Briten. Also man hat die Möglichkeit Einzelabfeuer oder den normalen Spread und normal ist big, das ist groß. Das kann man vergessen, also man ist quasi dazu gezwungen, normal abzuwerfen. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen angepasst, denn momentan ist es schlimm. Die Flugabwehr mache ich gar nicht auf, das ist mit 13 nicht der Rede wert. Höchstgeschwindigkeit 36 Knoten, Wendekreisrate ist 590, Ruderstellzeit 3,5. Die Verborgenheit ist mit 7 km Stock annehmbar und ihr seht es auch hier, aber kommt euch das Schiff vielleicht ein bisschen bekannt vor? Ja, Verbesserungen, Standard. Kommt es auch vielleicht ein bisschen bekannt vor, das Schiff? Es sieht doch ähnlich aus wie ein Schiff, das wir schon kennen. Und wenn ihr mit diesem Schiff gut klargekommen seid, dann werdet ihr die Jervis lieben. Denn die Jervis hat zwar keine Tiefwassertorpedos wie die Gajahmada, aber ansonsten ist sie ja ähnlich, aber so gut wie gleich zu fahren. Und das Lustige ist, ich sehe das hier zuerst, greift Schiffe an. Wegen den Tiefwassertorpedos, oder? Ist das nicht geil? Das wurde auch eingeführt, weil man noch immer noch viele Leute sieht, da zu torpedieren. Das ist echt krass. Also die Jervis hat 7 km Torpedoreichweite bei einer Erkennbarkeit von 7 km. Das bedeutet schlussendlich mit Concealment Expert kommt sie runter auf 6,3 und kann unsichtbar torpedieren. Und ansonsten ist die Gajahmada vor allem bei Manövrierbarkeit etc. ähnlich. Wir haben hier nur um 200 Meter verbessertes Concealment. Das macht natürlich einen Unterschied, wenn man sich das anschaut. Und bei den Kanonen, wie könnte es anders sein, nicht so viel Unterschied. Es ist halt, um die Schiffe ein bisschen anzupassen, gibt es minimale Anpassungen, wenn man sich das einfach mal kurz wirken lässt. Hier 1:1 die Geschütze, dafür aber Verborgenheit und Tiefwassertorpedos. Jetzt packe ich noch den Kapitän drauf, damit ihr seht, wie ich das Schiff fahre. Ach, nicht Gajahmada, falsches Schiff. Jervis. Und da ist natürlich auch ein 10er Kapitän drauf. Viel mehr wird es für Tier 7 nicht brauchen. Einmal mehr Verbrauchsmaterial, einmal, damit man nicht verreckt, wenn einem wieder alles ausgeschossen wird. Weniger Ausschuss, weniger Risiko, dass Haupttürme etc. ausfallen, vor allem Steuergetriebe und Antrieb. Und natürlich Concealment Expert. Und das war's auch schon von der Jervis. Und dann geht's wieder rein ins Gefecht und da kann ich euch ein bisschen mehr erzählen. Bis gleich. Und da sind wir schon im Gefecht mit der Jervis. Die Jervis, hin und wieder sage ich wahrscheinlich Jervis, weil von Iron Man, vielleicht kennt ihr da die KI, Tony Stark ein bisschen hilft. Und das brennt sich natürlich ein, wenn man so viele Iron Man oder viele Marvel-Filme gesehen hat. Aber die Jervis auf Tier 7, in einem klassischen Tier 7-Gefecht, das ist natürlich klar, dass mir das in die Hände spielt, oder? Da muss ich jetzt nichts dazu sagen. Wir haben eine Akatsuki und eine Gäde. Und das sind keine Gegner für mich. 7 Kilometer Torpedoreichweite wirkt nicht viel. Aber gegen diese Schiffe, vor allem mit meinen Kanonen, wie schon erklärt, easy. Wir haben hier im Gegensatz zum Tier 9er und Tier 10er, und das finde ich ein bisschen kurios, 120 mm im Gegensatz zu 114 mm. Ja, nochmal ein kleiner, oh nein, Einsatz in Echtzeit, also in Echtzeit, in Action. Wie gesagt, wirkt gleich anders, wirkt gleich schnittiger. Finde ich ein schönes Schiffchen. Mir hat auch die Gajahmada gut gefallen, der Kanonensound, das
es ploppte so. Also auch bei diesem DD, schießt gerne mit ihm, weil es so smooth, kannst du nicht anders erklären, geschmeidig. Es klingt nicht nur geschmeidig, sondern es geht auch geschmeidig von der Hand. Und ja, das ist wieder ein ausgesuchtes Gefecht, das ist klar. Sind sie alle, mit denen ich euch die Schiffe vorstelle in den Reviews, wirklich Previews oder sonstigen Dingen, wo ich sie fahre? Denn ich versuche, oder meine Intention dahinter ist es, ein spezielles Merkmal eines Schiffs, das ich vorstelle, hervorzutun. Sei es einmal ein Gefecht mit wenig Schaden und dafür hohem potenziellen Schaden, da möchte ich euch die Tankeigenschaften nahebringen. Das mache ich gerne bei Schlachtschiffen, weil hohen Schaden fahren kann man immer, wenn man campt und vorsichtig fährt. Gut zu tanken, das ist wichtig und abhängig von der Positionierung, dass man auch auf die hohen Schadenswerte kommt oder sich dem richtigen Gegner stellt. Bei den DDs zeige ich gerne die gute Einsatzfähigkeit der Torpedos, wenn es denn gegeben ist, oder aber die gute Einsatzfähigkeit der Kanonen und so weiter und so fort. Also es sind alles ausgesuchte Gefechte, deswegen, wenn das hier ein sehr, sehr gutes Gefecht ist mit sehr viel Schaden, dann nehmt das nicht zur Norm, sondern seid euch gewahr, dass es wirklich so gewollt ist, dass ihr genau das hier seht, um den Effekt zu erzielen und der euch dann quasi unterstützend damit in Erinnerung bleibt, was heißt, ah, der Prime, der ist zum Beispiel die Daring gefahren, der hat 75 oder 100.000 mit den Kanonen gemacht. Nur mit den Kanonen, ohne Torpedotreffer. Oder er ist die Harugumo gefahren und hat gezeigt, dass man mit der auch offen schießen kann, so wie ich es schon gemacht habe. Und so weiter und so fort. Das ist quasi eine Eselsbrücke, ein doppelt gemoppelt. Und ja, ich habe jetzt nicht geschossen, weil ich sehe, ich habe Jörg und Nürnberg hinter mir. Die haben der Akizuki schön was abgezogen. Vor mir ist eine Graf Spee, vor der fürchte ich mich zwar nicht, weil hoher Reload und 280mm. Aber die Fidschi, die macht mir ein bisschen Sorgen, denn die Fidschi ist eines der besten Schiffe auf Tier 7 meiner Meinung nach. Und wenn ihr daran nicht glaubt, dann lasst euch gesagt sein, sie ist auf jeden Fall eine der besten Kreuzer auf Tier 7. Weil vielseitig einsetzbar, hohe Kadenz und eine Offenbarung in der britischen Kreuzerlinie, was den Schaden betrifft. Und top-notch in den gewerteten Gefechten bei Tier 7 gewesen. Und auch beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder so sein. So, ich habe ja weit gespreadet. Ich muss von Hand spreaden, weil ihr habt gesehen, warum sage ich spreaden? Ich muss von Hand abfeuern, weil ihr habt gesehen, wie groß hier der Abwurfwinkel der Torpedos ist. Und der eine Fehler, den ich gemacht habe, der kostet mich das halbe Leben. Und ab dem Zeitpunkt hier habe ich gelernt, dass man die britischen DDs vorsichtig fahren muss. Also ich glaube, das war der Schlüsselmoment, da wo es Klick gemacht hat. Ab dem Zeitpunkt mit der Jervis bin ich auch auf höheren Tiers ein bisschen vorsichtiger oder viel vorsichtiger gefahren, wohl überlegt, nicht so Rambo-Style, denn die Briten, oh, und dann nimmt es mir den Schaden, die Briten sind abhängig von Achtsamkeit. Es stimmt. Je höher man kommt, desto wichtiger wird es. Die Kanonenflugbahn, wie ihr seht, ist nicht dazu gemacht, auf hohe Reichweite zu schießen. Schon bei 10 Kilometern sind sie ewig in der Luft. Es fühlt sich so an, wie als wäre die Salve davor die, die man gerade abgeschossen hat. Aber nein, die ist immer noch unterwegs. Die ist immer noch unterwegs. Und jetzt schlägt sie erst ein. Und da hat man in der Zeit hat man schon zweimal geschossen. Das ist das, was die Cleveland früher gemacht hat. Das ist das, was eine Gearing macht, wenn man sie auf Reichweite spielt. Mit AFD. Das ist einfach brutal. Und auch hier sieht man, die 120er Haie machen guten Schaden oder sehr guten Schaden auf die Tier 7 Kreuzer. Weitaus mehr als hier auf eine Fuso. Kommt nicht von irgendwoher. Könnt ihr euch sicher ausrechnen, warum das so ist. Deswegen, wenn ihr auf Kreuzer schießen könnt, tut es. Ihr werdet weit also viel eher belohnt. So. Akatsuki ist vertrieben. Es gibt viel hier auf dieser Seite. Die Scharnhorst wird sterben. Die Königsberg ist gestorben. Mein Team prescht in die Überzahl. Das sind jetzt 7. Überhole 7 Gegner gegen 2 aggressive Gegner. Und 4, die hinten stehen. Dass das nicht klappen konnte, war klar, aber ich komme jetzt mit meinem DD in eine Lage,
die es mir ermöglicht, viel Schaden zu machen, wenn ich gut aufpasse. Es gibt keinen Flugzeugträger, also achte ich nur auf die Flugzeuge. 3,7 Kilometer Aufdeckungsreichweite mit den Flugzeugen, das ist top. Also Aufdeckungsreichweite zur Luft. Wobei, das stimmt gar nicht, das habe ich gar nicht an. Das ist hier nur die, ich dachte schon 3,3. Das muss doch überall um die 3 sein. Also zumindest auf Tier 7 muss es schon 3 sein. Aber das ist meine hydroakustische Suche, die Reichweite von der. Da, aber bin in der Lage, viel Schaden zu machen, weil die Akatsuki zurückfährt, den Concealment-Nachteil hat und die Schlachtschiffe hier nach vorne drücken. Deswegen natürlich ambitioniert, einmal hier die Lücke schließen, obwohl ich weiß, dass Mutsu und Scharnhorst hier natürlich rausdrücken, um zum Hauptcap zu kommen. Sie sehen durch die Bayern, dass in der Mitte nichts ist und wir quasi am Arsch offen sind. In der Hoffnung, dass Atlanta, Leander, Giulio Cesare und die Normandie die umdreht, aber vielleicht hier ein bisschen durchdrücken und Druck von hinten machen können. Sieht es momentan recht ausgeglichen aus, aber wir sind unterlegen. Momentan sind wir unterlegen. Und natürlich führt mein Kurs zum Schlachtschiff torpedieren einmal hier um die Insel und dann möchte ich gerne hier zwischen den beiden Inseln, hier, die wir vor mir sind, nochmal durchtorpedieren, weil die Fidschi sich hier smoked. Und da ist ein Treffer, zwei Treffer, vier Treffer, die sind aber auf die Scharnhorst. Die Mutsu konnte, glaube ich, entkommen. Nichtsdestotrotz ist hier eine Fidschi, die möchte ich auch torpedieren und dann die nächste Lücke nehmen. Wo ich andere Schiffe hier mit den Guns fahre, fahre ich lustigerweise die Jarvis in diesem Gefecht, weil es sich anbietet auf Torpedos. Das zeigt, man kann sie, und ja, es war die Scharnhorst, mit beiden Möglichkeiten fahren, wobei, je höher man kommt, sieht man eine Abkehr. Aber man muss nur schauen, wir haben hier 5 Sekunden Reload von 3x220mm. Auf Tier 10 haben wir dann 3x214mm. Dafür aber Halbierung der Nachladezeit. Das zeigt natürlich ganz klar, dass wir hier Richtung Gandede verlagern. Und hier momentan noch, will ich sagen, ausgeglichen. Aber man muss halt gut aufpassen. Wir haben hier auch einen 5er-Werfer drauf. Die Torpedos sind aber nur auf 7 Kilometer. Das ist auf Tier 7. Nehmen wir eine Mayhem, nehmen wir die Japaner her. Die Reichweite ist äußerst begrenzt. Mit 6,3 ist man jetzt auch nicht der am besten getarnte DD. Glaub. Gachamara, die muss runterkommen, oder? Die kommt runter. Oh, ich bin nicht mehr sicher. Aber die Dummheit des Feindes ist das, mit der man nie rechnen sollte, aber meistens rechnen kann. Ich weiß nicht, was sich die Mutsu vorgestellt hat, was passieren wird. Ich habe mir aber vorgestellt, dass ich mir einen Torpedosprite aufbewahre, sollte der andere schief gehen, weil ich möchte auch schießen. Und was nicht ist, kann ja noch werden. Die Scharnhorst dreht ab. Und ich werde hier bei der Mutsu auch gut was kriegen, also an Schaden. Aber die Bayern wird mir einiges abnehmen, denn ich schaue auf die Karte und sehe, dass hier was ist. Ich weiß auch, wie weit ich aufgehe im Smoke und weiß, wann ich aufhören muss schießen. Und ich weiß, wenn es idiotisch ist, Torpedos einzusetzen. Aber vielleicht geht einer ab, um den Kampf zu beenden. Aber jetzt dreht das Mistding ein, dann nehme ich jetzt den zweiten. So. Ja, sicher ist sicher. Ne, weil sie heilt. Man muss das auch so sehen. Ah, den letzten hätte ich mir sparen können. Den letzten hätte ich mir definitiv sparen können. Da, jetzt kommt die Miyoko rum. 120 mm guter Schaden auf die Miyoko. Ichi kommt auch rum. Da habe ich wenig Angst. Habe aber Angst vor den Torpedos. Deswegen hier defensiver Einsatz von hydroakustischer Suche. Und die hydroakustische Suche ist meiner Meinung nach nur für den defensiven Einsatz gedacht. Die Reichweite ist äußerst gering. Die hilft, um Torpedos auszuweichen, wie hier. Aber die hat wahrscheinlich die Bayern aufgedeckt. Aber ansonsten, für aktives Fahren wird es schwierig, denn 2,7 Kilometer, wenn man schießt, geht man auf 2,5 auf, oder? 2,6, das heißt, man hat 100 Meter Radius hier, wenn man einen gegnerischen Smoke rushen möchte, also reinfahren möchte, um den in der rauszukriegen. Das ist Beschiss. Hier wieder ein Fehler, für den man meistens bezahlt. Und jetzt, wo die Bayern drauf geht, werde ich ganz richtig dafür bezahlen. Schießen ohne Smoke. Es war nicht unüberlegt zu schießen. Ich habe gesehen, dass die Bayern wenig HP mehr hat. Die Leute schießen natürlich immer zuerst das Schiff raus, das wenig HP hat. Die Gier, auf die Gier der Menschen ist Verlass.
Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so schnell stirbt. Hier rettet mir mal wieder jemand den Arsch. Wobei, die Fidschi schießt nicht gut genug, um mich rauszukriegen. Und ich habe schon lange aufgehört zu schießen. Aber die Giulio Cesare oder die Normandie haben mich hier gerettet. Vielleicht auch ein bisschen die Atlanta. Da wurde die Aufmerksamkeit gestört, der Fidschi. Und natürlich wäre es das Beste, jetzt die Fidschi rauszunehmen, denn ihr wisst, auch auf die Gefahr, dass ich wieder beschossen werde von Scharnhorst. Der Heal der Briten ist nicht ohne. Und wenn sie ihn nochmal ziehen kann, dann ist schlecht. Hier könnte man das Gefecht eigentlich beenden. 177.000 auf Tier 7 ist vollkommen vorzeigbar. Aber das Gefecht ist noch nicht zu Ende. Und man kann hier wirklich seinen Concealment-Vorteil ausspielen, den man gegenüber vielen Tier 7 DDs hat. Und das ist meiner Meinung nach der große Vorteil der Jarvis hier. 6,3 Kilometer. Ist vollkommen in Ordnung. Man bekommt Probleme, wenn man gegen Tier 6 DDs fahren muss. Weil Tier 6 DDs haben dann nochmal besseres Concealment. Ich will hier mal die Gallants anbringen. 6,0 zum Beispiel. Ist ja auch ein unter Anführungszeichen Gun-DD. Ich glaube, die hat 4x1 120er. Dann haben wir auch noch die Icarus. Ist Tier 6 bei den Briten. Die hat auch 4x1. Auch 5 Sekunden Reload, wenn es mich nicht täuscht. Kommt runter auf 6,2. Also da ist es noch schwierig. Man rechnet hier bei Wargaming mit der überlegenen Feuerkraft der Tier 7 DDs. Bei manchen auch die überlegene Kraft der Torpedos mit Reichweite und was Schaden betrifft. Dass sie dadurch quasi gut gebalanced sind gegen die Tier 6 DDs. Ich finde persönlich, dass das ein leichter eine Fehleinschätzung ist. Denn das funktioniert nur, wenn sie nicht 1:1 aufeinandertreffen. Man nehme sich nur als Beispiel die Kamikaze auf Tier 5. Ich habe kein Problem mit der ins Tier 7er Gefecht zu kommen, weil mit 5,4 Kilometer gibt es nichts, was mich aufmachen könnte, was eine Gefahr wäre. Ich kann so fahren, wie ich will. Ich kann die DDs raustorpedieren mit meinen Torpedos. Mit der Minekaze wird es schwieriger, weil die Torpedogeschwindigkeit da sehr gering ist. Ich glaube 57 Knoten. Die Minekaze müsste 66 Knoten haben oder 67. Also mal 68. Nee, warte. Okay. Ja, heißt es überlegen. Ich glaube 11 Knoten ist der Unterschied zwischen den beiden DDs. Aber wie genau das sich in absoluten Zahlen jetzt widerspiegelt, das kann ich nicht sagen. Ich versuche ja noch ein bisschen Schaden zu machen mit den Kanonen. Auf ja, nicht Maximalreichweite, aber doch nah dran. Das geht, das kann sie. Bei langsam fahrenden Schlachtschiffen kein Problem. Aber alles, was schneller fährt und wendiger ist, wird es kompliziert. Da muss man echt ein guter Schütze sein. Der ich augenscheinlich nicht bin, wenn man sich das bei der Scharnhorst ansieht. Aber ja, das Ungleichgewicht zwischen den Spotting, also zwischen der Aufdeckungsreichweite bei den DDs, sorgt über manche Tierstufen hinweg für Probleme. Das löst sich dann ab Tier 8, Tier 8, Tier 9, Tier 10 ist gut gebalanced, da haben sie quasi die 3-Tier-Regel gut eingehalten. Nach unten wird es natürlich schwieriger, wobei 4, 5 und 6 auch nicht schlecht gemacht ist, weil ab Tier 6 bekommt man mehr HP, bekommt man mehr Power bei den Geschützen, dafür besseres Concealment meistens auf Tier 5. Wie gesagt, halt bei den Japanern sieht man das extrem, bei den anderen Klassen. Ihr seht, ich halte Tier 7 als ein bisschen problematisch, aber mit der Jarvis mit 6,3 kommt man sehr gut zurecht, zumindest ich. Und auch 91.000 jetzt noch ein bisschen mit den Guns. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Akatsuki, gegen die hier zwei Schiffe kämpfen. Ihr könnt jetzt rausfahren und versuchen, die Akatsuki zu jagen. Wir haben ungefähr gleich viel HP, aber bis ich da bin, die Akatsuki über alle Berge. Ich kann einmal drehen und zurückfahren, wie sie will, und ich verschwende meine Zeit. Dann gibt es die nächste Möglichkeit, die Fuso hier zu unterstützen. Fuso wird nicht bestehen können gegen zwei Schlachtschiffe. Und ich hoffe mal, sie dreht ab und verteidigt einfach den Cap. Denn ich sehe mich dazu in der Lage, den Cap allein zu nehmen oder es zumindest zu probieren. Außerdem muss man beachten, dass die Fuso hier in G8 die feindliche einmal offen gewesen ist. Und der Kurs lässt nichts Gutes erahnen für unsere Fuso, denn sie wird zwangsläufig einmal Breitseite zeigen und da ist die Normandie draußen, weil die Normandie hat Breitseite gezeigt der New York. Da die Giulio Cesare gibt jetzt hier die New York an. Wir sind punktemäßig hinten. Wir haben 3 Schiffe zu 4 Schiffe, sind 100 Punkte hin. Das bedeutet, wir brauchen unbedingt 2 Kills. Aber gut, je nachdem reicht auch, ich glaube, es könnte auch einer reichen, wenn wir nachrechnen.
40 plus, 60 minus sind 100 Punkte, dann sind wir gleich auf. Also um zu gewinnen reicht es nicht, aber um gleich auf zu sein. Deshalb entschließe ich mich, Scharnhorst zu beschießen. Meine Kanonen können ja was. Glaube ich und denke ich, aber das Problem ist, 12,1 Kilometer, das sind hier 9 oder fast 10 Sekunden in der Luft als Granate. Das bedeutet, meine effektive Reichweite ist natürlich nicht gleich meiner totalen Reichweite. Gut, dass die Scharnhorst ja durch die Insel eindrehen muss, denn ich habe zwar 12,1 Kilometer Reichweite auf der Uhr, wenn aber ein Schiff auf 11 Kilometer Reichweite vor mir wegfahren kann, werde ich es nicht treffen. Bei 10 Sekunden Granatenflugzeit und bei der Geschwindigkeit des gegnerischen Schiffes reicht der 1 Kilometer Puffer nicht aus, damit ich so weit vorhalten kann, damit ich es treffe. Das ist auch das, was, wenn Leute sprechen über effektive Reichweite, totale Reichweite, was man da beachten muss. Oder was man beachten sollte. Da die Scharnhorst, mein erstes Ziel. Ich sehe die New York natürlich. Auf dieser Seite. Ich weiß, ich bin offen. Wenn ich hier um diese Insel fahre und New York das auch macht. Deswegen drehe ich jetzt schon rein. Ich weiß, dass mir hier die Scharnhorst abbrennt. Deswegen habe ich schon aufgehört zu schießen, um schneller zu sein, wenn ich außen rum fahre. Und ich muss jetzt quasi hier das gegnerische Cap tangieren. Die Giulio Cesare hat es schlau gemacht und ist zurückgefahren, weil wer einen DD im Schlachtschiff jagt, wird kontinuierlich Torpedos in die Fresse bekommen. So. Also schlau gemacht. Die Fuso hat weniger schlau gemacht, die verliert gegen die gegnerische Fuso kontinuierlich an HP, weil, wie schon angekündigt, sie Freizeite gezeigt hat. Ich muss hier tangieren, ich werde das ihm gleich hier schreiben, denn ansonsten bin ich tot. Also nicht dumm gemacht, aber zumindest versuche ich es nicht allzu dumm anzustellen, um hier quasi den hier rauszuholen. Natürlich sollte auch noch ein bisschen Schaden drin sein. Das wäre vielleicht nicht schlecht hier in New York, wenn sie ihren Kurs beibehält. Ich will und muss noch nicht ins Cap. Die New York ist nämlich sehr nahe. Ich möchte nicht smoken. Niemand wird mir das Schiff offen halten, wenn dem so ist. Aber der Zeitdruck ist natürlich da alleine, weil die Akatsuki hier unten ist. Ja, hier wird schon gepinkt von der Giulio Cesare. Die geht wieder in den Angriff über. Ein Ziel, das im Cap ist, ist natürlich einfacher zu treffen. Man sieht es hier an der New York. Und jetzt werde ich aufgehen. Vor mir ist die Insel, Fahrfehler lassen grüßen, noch knapp abgewendet, aber es bleibt nicht viel Spiel hier. Und die Fuso dreht jetzt wieder, die gegnerische Fuso ist doch unterlegen. Entweder hat er sehr gute Salben jetzt gemacht oder Giulio Cesare hat ihm geholfen, da könnte ich jetzt mein Augenmerk nicht drauf legen, nicht während des Gefechtes, nicht jetzt während dem Nachkommentieren, denn ja, das ist eine Replay-Datei, ansonsten hätte ich das, könnte ich nicht so viel erzählen. Ja, wisst, ich fahre sie teilweise, jetzt sind die Testschiffe in den Streams und dort nehme ich mir dann die Replays raus aus den Videos vom Stream. Deswegen wird es selten die Streams auf YouTube geben. Ansonsten hätte ich ja redundanten Content, also doppelten Content und das. Leute, wenn es sich vermeiden lässt, mache ich sowas nicht, denn das ist, würde ich sagen, ist schäbig. Wenn man streamt und dann die Videos von da reinschneidet, aber dann sind es ja keine einzigartigen Dinge mehr. Warum sollte ich mir ein Video zweimal anschauen? Nur weil es einmal kommentiert wird und ja, ihr wisst, was ich davon halte. Habe ich jetzt ja gesagt. Da, ich mache ein bisschen was für, dass sie ganz rechts eindreht, ein bisschen was, wenn sie weiterfährt. Und in 25 Sekunden, wenn meine Torpedos nicht ankommen oder das Schiff nicht raus ist, habe ich gewonnen. Und das bei... ja, 120.000, 130.000 Schaden ist noch drin. Sowas in diese Richtung. Wie gesagt, ein ausgewähltes Gefecht. Es zeigt, und das wird man in der Abrechnung sehen, dass dieses Schiff mit Torpedos und mit Guns schießen kann und auch arbeiten kann. Und das ist nicht in der ganzen Reihe so. Wobei ich das auch nicht pauschalisieren möchte, denn man kann immer mit Torpedos und mit den Kanonen arbeiten, aber auf manchen Stufen ist es schwieriger, weil das Concealment ist nicht und die Torpedoreichweite ist nicht erlaubt. Je höher man kommt, desto besser funktioniert das. Wir sind aber bei der gesamten Linie auf 10 Kilometer beschränkt, deswegen ist es dann auf Jutland oder
Bearing-Niveau auf Tier 9 und Tier 10 durch das Radar schwieriger, das einzusetzen, und damit meine ich speziell das Russenradar auf 11,7 Kilometer. Da sind Torpedos, die 12 Kilometer reichen, dann doch besser dafür geeignet. Deswegen tendiere ich dazu, dann eher zu einem Gun-DD und auf den niederen Stufen, wo kein Radar ist oder weniger Radar. Und es passt mit Concealment und Torpedoreichweite, tendiere ich eher zu einem gemischten Setup. Ich würde niemals hier die Torpedos buffen, aber einsetzen tue ich sie trotzdem. Und dann sieht es auch in der Teamwertung, ja, es hat halt wieder für den ersten Platz gereicht. Sind wir ehrlich, Leute, ist ein Replay ausgewählt, klar. Ich kann euch keins zeigen, wo ich auf dem letzten Platz bin, weil ich mit 4000 rausgehe, weil das würde der Schiffsvorstellung natürlich nichts bringen. 3 Minuten losfahren, dann eine Detonation kassieren, so wie es mir letztens in der Akizuki ging, kann man vergessen. 8000 Schaden und Detonation. Aber so ist das Spiel, so ist das Gefecht, muss man sich trotzdem im Klaren sein, dass es dennoch so kommen kann. Wassereinbrüche, wenig. Brände, 15.000. Torpedos, 58.000. Hauptbatterie, 53.000. Und sieht man klar, man kann das Schiff auf 50-50 fahren. 130.000 wird nicht immer drin sein. Aber wenn man es bei 50.000 fährt, top. Daumen nach oben. Kreditpunkte, 170.000. Ja, ist nett. Ja, am Ende. Für das Schlusswort reicht mir der Endscreen hier Nummer 4 auch aus. Ich sag's mal so, die britische DD-Linie bietet für viele wahrscheinlich nicht den Anreiz, sie zu fahren. Wir haben quasi nichts, wo sie raussticht. Zumindest nicht im Mittelfeld. Und Tier 9, Tier 10 ist jetzt nicht dafür gedacht bisher, denn es ist alles Work in Progress, weil sie darauf hinarbeiten zu wollen. Vielleicht für die Gewerteten oder für die Plangefechte eine Daring als Alternative. Aber Yu Yang mit Radar. Ihr seht, ich bin unschlüssig, die langen Pausen. Ich versuche da noch was nachzudenken, vielleicht was sagen, aber ich sehe es auch weiterhin nicht. Yu Yang wird weiterhin die bevorzugte Wahl sein. Danach wahrscheinlich die Gearing wegen den Torpedos und wegen den gleichen Eigenschaften wie die Young bis auf das Radar. Ist halt schwierig. Aber Tier 7, Jervis, was haltet ihr davon? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr das Schiff seht? Wollt ihr es fahren? Denkt ihr, naja, nett. Für Diversität, also für unterschiedliche Schiffe zu sorgen, ist immer gut. Aber haben muss ich sie jetzt nicht. Wenn ich alles habe, was ich will, schaue ich es mir vielleicht an. Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns wieder im Gefecht. Ciao.